Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, denn heute in dieser Podcast-Folge warten auf dich 33 wundervolle, kraftvolle Selbstliebe-Affirmationen. Genau genommen sind es 3x11 Affirmationen. Also es sind 11 Affirmationen, die ich 3x für dich einspreche, damit du sie wiederholst und wiederholst und wiederholst und wiederholst, damit sie so richtig in dein System reingehen können. Es ist eine kurze, knackige Folge, die du dir morgens beim Autofahren anhören kannst oder wenn du morgens im Bad bist oder kurz bevor du ein wichtiges Meeting hast, dass du kurz auf die Toilette gehst und sie dir mit deinen Kopfhörern anhörst oder wann auch immer, kannst sie mit deinen Kindern zusammen anhören. Also es ist eine ganz wundervolle Folge, die für dich ist, für dein Herz ist, für deine Seele ist, wo du dich wirklich wieder mit deiner Liebe für dich selbst verbinden kannst, denn Selbstliebe ist die Grundlage für einfach alles. Ja, also ich wünsche dir unglaublich viel Spaß mit den Affirmationen, genieße es und ganz wichtige Info noch, bis zum 3.3. hast du noch die Möglichkeit, dich zur Rise Up in Shine Uni anzumelden. Wenn du dabei sein willst, dann melde dich an. Es wird so wunderschön werden. Es ist wirklich der intensivste Kurs, den du finden wirst zum Thema Manifestieren. Du wirst lernen, in deine Schöpferkraft zu kommen, aus dem Überlebensmodus wirklich in die Schöpferkraft zu kommen und deine Träume wahr werden zu lassen in deinem Leben. Also Rise Up in Shine Uni, den Link findest du hier in den Shownotes. Ich freue mich so sehr, wenn wir uns da sehen. Es ist einfach, ja, ich weiß einfach um den Effekt der Rose und ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch auf der Welt sie macht. Deswegen, wenn du da das Calling fühlst und spürst und das Gefühl hast, es ist Zeit, so einen Gang hochzuschalten in deinem Leben und richtig geilen Scheiß zu manifestieren, dann ist die Wuse auf jeden Fall ein guter Anfang. Also, den Link dazu findest du in den Shownotes und jetzt geht's los mit den Selbstliebe-Affirmationen. Also so schön, dass du da bist, hier bei deinen Selbstliebe-Affirmationen. Du kannst diese Affirmationen so gerne hören, entweder wenn du Auto fährst oder spazieren gehst oder morgens im Bad dich fertig machst oder abends im Bad dich abschminkst und die Zähne putzt oder mit deinen Kindern zusammen. Du kannst sie aber auch wunderbar hören, in deiner Meditation die Augen dazu schließen, wo auch immer, wie auch immer. Ich suchte Meditation und Affirmation überall durch, wo ich bin. Also ich liebe es, morgens zu hören, gerade wenn ich mich im Bad fertig mache. Ich liebe es, mit meinen Kindern zusammen zu hören oder wenn ich Frühstück mache oder auch abends dann einfach bei meiner Einschlafmeditation. Also Affirmationen gehen immer. Und bevor wir loslegen, möchte ich dir noch kurz sagen, warum Affirmationen so wichtig sind. Affirmationen helfen dir dabei, deinem Geist, deinem Verstand beizubringen, wie du mit dir reden möchtest. Und unsere Gedanken, die Worte, die wir zu uns selber sagen, sind so unfassbar mächtig. Denn das, was wir zu uns selber sagen, das ist über den Lauf der Zeit das, was wir anfangen, über uns zu glauben. Und früher, als wir klein waren, waren wir wie so ein kleiner Schwamm. Und unser Gehirn hat all das aufgenommen, was andere zu uns gesagt haben, wer wir sind oder wer wir nicht sind, ob wir liebenswert sind oder nicht liebenswert sind. Und dadurch haben sich in deinem Gehirn bestimmte neurologische Pfade ergeben, die immer wieder und immer wieder bespielt worden sind. Und durch Affirmation hast du die Möglichkeit, neue neurologische Pathways, also neue neurologische Pfadwege in deinem Gehirn zu erschaffen, die schneller, die dich schneller wieder in die Selbstliebe bringen und die einfach positiv sind. Also du läufst eben in deinem Gehirn nicht mehr in Richtung Selbst, dich selbst runterzumachen in Richtung Selbstsabotage, in das innere Mordor, sondern du läufst innerlich in deiner Welt ins Tabaluga-Land, so ungefähr. Und weißt du, du bist der Mensch, dein Verstand ist der Anteil, wo du die meiste Zeit mit verbringst. Das heißt, die Art und Weise, wie du mit dir selber sprichst, ist das, wie du dich selber fühlen wirst. Das ist basierend darauf, wo du deine Entscheidung treffen wirst, wie du handeln wirst, welche Erfahrungen du machen wirst. Und so sind wir immer in diesem Kreislauf in unserem Kopf. Und Affirmationen können dir einfach dabei helfen, nach und nach zu lernen, wie eine neue Sprache mit dir zu sprechen. Und zu affirmieren bedeutet, etwas positiv für dich zu bestätigen, was du gerne für dich glauben möchtest. Und am Ende, weißt du,
ist ja beides in Anführungsstrichen richtig, wenn wir es glauben. Wenn wir daran glauben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nichts können, ist das für uns unsere Realität und das für uns das Richtig. Genauso kann es für uns aber auch das Richtige sein, an uns zu glauben, zu wissen, wie kraftvoll wir sind, wie schöpferisch wir sind, was wir verändern können, wie viel Licht in uns ist, wie viel Liebe in uns ist und uns selber den Raum zu geben, heilen zu dürfen, uns selbst erfahren zu dürfen, unsere Einzigartigkeit mit dem Leben teilen zu dürfen. Ja, es ist die Wahl. Egal, ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst Recht haben, weil der Glaube an dich oder der Nicht-Glaube an dich ist so unfassbar powerful. Und Affirmation, Meditation, Hypnose, all die Tools, die du nutzen kannst, um deinen Geist umzuprogrammieren, sind einfach so kraftvoll, weil sie dir dabei helfen können, ein anderes Selbstbild zu entwickeln. Und dein Selbstbild, dein Ich Bin, ist einfach das, was dein gesamtes Leben bestimmen wird. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist und ich habe 11 wunderschöne Selbstliebe-Affirmationen für dich mitgebracht, die du immer wieder und immer wieder für dich wiederholen kannst, um zu Beginn eine ganz liebevolle, zärtliche, milde, wertschätzende Beziehung zu dir selber aufzubauen. Weil die Beziehung mit uns selbst, damit beginnt alles, so wie wir mit uns selber sind. So gehen wir durch die Welt, so sehen wir andere Menschen und so erlauben wir dann andere Menschen auch uns zu behandeln. Ja, es beginnt alles mit dir, es beginnt alles mit der Liebe zu dir selbst. Deswegen danke, dass du hier bist, danke, dass du dir die Zeit nimmst und wir beginnen jetzt mit den Affirmationen. Wie gesagt, es gibt 3 Runden, 11 Affirmationen, es sind jedes Mal die gleichen Affirmationen, damit du da richtig reingehen kannst. Sprich sie voller Power mit, wenn du möchtest. Du kannst sie entweder, wenn du jetzt gerade in der U-Bahn bist oder so, auch einfach leise in deinem Kopf sprechen. Du kannst sie aber auch laut aussprechen, wenn du gerade im Wald spazieren bist und dich niemand hört oder in deinem Bad bist oder wo auch immer du gerade bist. Also entweder sprichst du sie danach leise in deinem Kopf nach oder du sprichst sie laut aus und erlaube dir, dass sie richtig in dich rein sinken dürfen, tief in dir ankommen dürfen. Und du wirst sehen, umso öfter du diese Affirmation für dich wiederholst, du wirst ein anderes Gefühl dir selbst gegenüber bekommen. Und weißt du, du hast es einfach verdient, dass du in dir selbst mit dir all die Liebe teilst, die du verdient hast und liebevoll mit dir bist. Und das ist aber ein Inside-Job, weißt du? Damit muss jeder von uns selber erstmal anfangen. Und diese alte, fiese Stimme, die wir alle irgendwie auch in uns tragen, die so nach und nach nicht mehr zu füttern, sondern anzufangen, dieses liebevolle Einhorn in uns zu füttern, was uns einfach anstupst und sagt, ich liebe dich. Okay, los geht's. 11 Affirmationen der Selbstliebe. Dann atme hier einmal tief ein und aus. Komme ganz an bei dir selbst. Und dann sprich entweder in deiner inneren Welt oder laut im Außen die folgende Affirmation nach. Jeder Tag ist eine neue Gelegenheit, mich selbst zu lieben, zu akzeptieren, genauso wie ich bin. Ich bin richtig, genauso wie ich bin, und ich feiere meine Einzigartigkeit. Das ist mein Leben und ich wähle es, in Liebe zu verbringen. Mein Geist ist frei von Selbstzweifeln und erfüllt von Selbstvertrauen. Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Universums und werde von seinen starken Händen liebevoll gehalten. Ich wähle Gedanken, die mich aufbauen, Worte, die mich stärken und Handlungen, die mir Freude bereiten. Jede Zelle meines Körpers pulsiert voller Leben
und ist ein Ausdruck meiner Lebensfreude. Ich vertraue meinem inneren Wissen und lasse mich von meiner Intuition leiten. Ich nehme mir den Raum und die Zeit, um alte Verletzungen zu heilen, damit ich loslassen kann, was nicht länger zu mir gehört. Ich darf vollkommen ich selbst sein, ohne mich für irgendjemanden verändern zu müssen. Ich vertraue darauf, dass genauso wie ich bin, ich liebenswert und wertvoll bin. Und wir wiederholen diese Affirmation jetzt noch einmal, noch ein bisschen mehr Intensität, Kraft, Liebe. Für dich selbst. Jeder Tag ist eine neue Gelegenheit, mich genau so zu lieben und zu akzeptieren, wie ich bin. Ich bin richtig, genau so wie ich bin, und ich feiere meine Einzigartigkeit. Das ist mein Leben und ich wähle es, in Liebe zu verbringen. Mein Geist ist frei von Selbstzweifeln und erfüllt von Selbstvertrauen. Ich bin ein einzigartiger Ausdruck dieses Universums. Und ich werde von den starken Händen des Universums gehalten. Ich wähle Gedanken, die mich stärken, Worte, die mich aufbauen und Handlungen, die mir Freude bereiten. Jede Zelle meines Körpers pulsiert voller Lebensfreude und strahlt pure Liebe aus. Ich nehme mir den Raum und die Zeit, alte Verletzungen zu heilen, um das loszulassen, was nicht länger zu mir gehört. Ich vertraue auf mein inneres Wissen und lasse mich von meiner Intuition auf meinem Weg leiten. Ich darf vollkommen ich selbst sein, ohne mich für irgendjemanden verändern zu müssen. Ich vertraue darauf, dass genauso wie ich bin, ich liebenswert und wertvoll bin. Dann atme hier noch einmal tief ein und aus und wir wiederholen diese Affirmation noch ein drittes Mal. Jeder neue Tag ist eine Gelegenheit, mich selbst genauso zu akzeptieren und zu lieben, wie ich bin.
Ich bin genau so, wie ich bin, richtig und ich feiere meine Einzigartigkeit. Das ist mein Leben und ich wähle es in Liebe zu verbringen. Mein Geist ist frei von Selbstzweifeln und tief erfüllt von Selbstvertrauen. Ich bin ein einzigartiger Ausdruck dieses Universums und werde von den starken und kraftvollen Händen des Universums gehalten und getragen. Ich wähle Gedanken, die mich stärken, Worte, die mich aufbauen und Handlungen, die mir Freude bereiten. Jede Zelle meines Körpers pulsiert voller Lebensfreude und ich bin ein Ausdruck von Liebe. Ich nehme mir den Raum und die Zeit, um alte Verletzungen zu heilen, damit ich all das loslassen kann, was nicht länger zu mir gehört. Ich vertraue auf mein inneres Wissen und lasse mich von meiner Intuition auf meinem Weg leiten. Ich darf vollkommen ich selbst sein, ohne mich für irgendjemanden verändern zu müssen. Ich vertraue darauf, dass ich genauso wie ich bin, unendlich wertvoll und liebenswert. Und dann atme hier noch einmal tief ein und aus. Lass das hier bei dir ankommen, diese Worte, diese neue innere Ausrichtung. Leg gerne deine Hände noch mal für einen Moment auf dein Herz. Spüre diese Fülle der Liebe in dir, wie sehr du es verdient hast, von dir wertgeschätzt und geliebt zu werden. Und dass du damit diesen gesunden Grundstein legst in deinem Leben, um eine Quelle der Liebe zu sein für dich und für alle, die dir begegnen. Atme hier noch einmal tief ein und aus. Und wenn du soweit bist und die Augen geschlossen hattest, dann öffne sie jetzt gerne. Komm zurück ins Hier und Jetzt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke für diese gemeinsame Zeit. Danke, dass du für dich diesen Raum schaffst, um Liebe in dir selbst zu kreieren, den Raum für Liebe in dir größer werden zu lassen. Und ich freue mich, wenn wir uns in der Rise of in Shine Uni sehen. 3.3. geht es los. Melde dich so gerne noch an. Und du wirst da lernen, ja, in deine volle Schöpferkraft zu kommen und jeden Tag genauso mit dir so zu sprechen, wie wir es jetzt gerade in diesen Affirmationen gemacht haben. Den Link findest du dazu in den Shownotes. Und wenn du möchtest, falls du meinen Podcast hier bei YouTube hörst, abonniere so gerne meinen Kanal. Und auch wenn du bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du den Podcast hörst, abonniere den Kanal. Das wird mir und meinem Team so unglaublich helfen, damit noch mehr Menschen einfach diesen Podcast finden können. Denn umso mehr Menschen den Podcast abonnieren, desto sichtbarer wird er auch für andere. Deswegen, wenn du gerne etwas für mich tun möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Lass so gerne einen Kommentar in den Kommentaren da bei YouTube. Was war die schönste Affirmation für dich? Was hat dir am besten gefallen? Und wie immer, folg mir auch so gerne auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag voller Selbstliebe. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.